Ich begrüße euch zur Folge Xenoblade Chronicles 2. Wir wollen uns heute endlich mal wieder der Hauptquest widmen. Und dafür müssen wir in diese Richtung hier eher, genau. In die Richtung. Deswegen porte ich mich mal hier hin, wo wir im letzten Part waren und das Highquest beendet haben. Und gucken mal. So, apropos Highquest, was ich noch zeigen muss. Ich habe vor dem gestrigen Part, dem heutigen, stimmt, weil vorgestern kein Part kam, kamen heute zwei, die eine Quest hier angenommen. Nee, das war sogar im letzten Part, stimmt. Und das habe ich vergessen, im letzten Part zu zeigen. Die können wir noch nicht machen, weil, ja, die mich wohin führt, wo ich noch nicht hinkomme. Das habe ich in einer der verpatzten Aufnahmen nachgeschaut und wollte ich nur schnell anmerken, bevor ich das vergesse. Deswegen, die machen wir noch irgendwann wahrscheinlich, aber nicht jetzt, weil ich die Quest noch nicht machen kann. Genau. So, und jetzt gucken wir uns hier oben mal ein bisschen besser um. Wenn du kämpfen willst, dann machen wir es halt. Mal gucken, dass das hier was wird. Oh, sehr schön. Ganz viel Heilzeug, Heilkapseln, wie auch immer. Auch wenn ich die gar nicht brauche, deswegen wird es eigentlich unnötig, die einzusammeln, aber egal, passt schon. Eigentlich sollte man die einfach immer einsammeln. Ich meine, man kann die ja mal gebrauchen irgendwann. So, am letzten Part haben wir auch hier Asami bekommen. Eine neue Plate, die ziemlich cool aussieht, finde ich. Ist auch ein Rare Plate. Deswegen bin ich mal gespannt, was die eigentlich jetzt drauf hat. Auf jeden Fall kann man sagen, die ist irgendwie ziemlich langsam mit dem Angriff. Ich meine, ich kämpfe damals noch komischen Kanone bei ihr. Deswegen, die ist relativ langsam irgendwie. Die ist nicht so schön schnell wie das Blade, was ich vorher ausgerüstet hatte. Die Windklinge da, ich habe den Namen von ihr vergessen. Die war um einige schneller als sie jetzt hier. Boah, jetzt kommen ja voll viele Gegner hin. Ist doch anstrengend. Hört doch einfach alle auf und geht weg. Ihr könnt eh nicht gegen mich gewinnen, wisst ihr das eigentlich? Aber okay. So. Das war nicht von hinten, verdammt. So. Komm, wir gehen jetzt mal zu Dings wieder hin, zu Asami. Ob sie auch was Gutes kann. Dampfbombe. Aber jetzt hier in der Reihe kann ich scheinbar nichts mit dem Dunkelheitssiegel machen, was sie da hat, logischerweise. Ist ja auch irgendwie nicht logisch, sag ich mal. Ich habe das Timing bei ihr auch nicht raus, wann ich den B-Knopf drücken muss oder die Y-X-Knopf für meine Techniken. Also wenn sie halt so einen normalen Angriff macht, nach dem ich so eine Art setzen kann. Weiß ich nicht. Das habe ich bei ihr noch nicht ganz raus. Das ist auch ein bisschen doof. Aber ja, passt schon. So. Hier sind gerade so viele Gegner. Komm, stirb. Und noch einer. Alter, Mann, please, Leute. Hab keine Lust, gegen alle zu kämpfen. Ich will ein bisschen weiterkommen in dem Part. Das wäre voll ganz cool eigentlich. So, hier, bam. Sehr schön, da ist ein Kernkristall. Nice. Alter, wir haben übrigens auch ziemlich viele Kernkristalle. Ich glaube, ich mache da mal... Nein, gegen euch kämpfe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich mache da mal so ein Part, wo ich mir die alle irgendwie angucke. Also, wo ich ein paar Klingen mir hole und da ein paar angucke. Und auch mal welche nicht annehme, weil ich meine, die meisten... Wir haben ja jetzt auch einige dabei, die halt nicht unbedingt die besten ever sind, sage ich mal. Deswegen... So, wie komme ich jetzt da hoch? Hätte ich da von oben irgendwie kommen müssen? Wenn ja, wäre es ziemlich doof, dass ich da jetzt gerade runtergesprungen bin. Oder, ja, ich muss ja an die obere Ebene. Sagt zumindest der Pfeil. Deswegen bin ich hier wahrscheinlich nicht ganz richtig jetzt hier unten. Wäre ich mal oben geblieben. Verdammt. Ja, hier komme ich definitiv nicht hoch. Oh, hier ist eine kleine Sandbank. Mit einem Schatz. Sehr schön.
Schatz, ein Sammelpunkt, das ist da perfekt. Was hier drin? Ein Kernkristall, sehr schön. Und Feuerabwehr 2. Mit den ganzen Dingern müsste ich auch mal wieder was machen. Fällt mir gerade mal so auf. Da habe ich seit Ewigkeiten auch keine Dinger mehr hergestellt. Tja, kommt man halt eher zu. Bei dem ganzen Erkunden hier. Komm ich hier nicht hoch? Das ist jetzt doof. Ach, hier ist eine Sandbank wieder. Oh, boah, was auch immer das darstellen soll. Es sieht aus wie eine kleine Sandbank im Wasser irgendwie. Sehr schön. Hi, du bist neu. Ich habe noch gar nicht gekämpft. Du bist auch meinem Level gerecht. Level 24. Rex ist auch noch 24. Deswegen, das passt noch. So, komm, Teil um. Umwerfen, sehr schön. Hitzeschub. Das Kampfsystem ist so geil in dem Spiel. Ich kann das nicht oft genug sagen. Es ist einfach so ein geniales Battle-System. Jetzt mal ohne Scheiß. Es gibt so viele geniale Battle-Systems in dem Spiel, die wir schon gehört haben. Es ist echt. Das Spiel hat echt so insgesamt einen der besten Soundtracks aller Zeiten. Erstmal ohne Scheiß. Sehr schön. Gleich im Grand. Badam, bam. Sehr schön. So. Bam. Und zwar ist nicht an der Seite, verdammt, egal, passt schon. Meh, meh, meh. Thomas Laut ist einfach so dämlich, aber irgendwie auch cool. So. Sehr schön. Und stirb. Perfekt. Kampfweisheit. Dekadentes Finale. Sehr schön. Dann mal kurz gucken, was da Spannendes ist. Charaktere, Klingen. So, du hast was. Und du hast was. Ah, jetzt habe ich das nicht fertig gehört. Verdammt, egal, passt schon. So. Ja. Hier ist nichts mehr, gut. Dann ist da vielleicht auch irgendwo so eine kleine Sandbank, wo ich hochkommen kann, aber ist ja nichts irgendwie. Das ist doof. Dann muss ich da wohl. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ist hier irgendwas zum drauflaufen? Sieht nicht so aus. Stufe 72. 74, okay. Hier ist definitiv nichts, okay. Dann muss ich wohl von oben da irgendwie hinkommen. Ja, jetzt gehe ich wieder hier hin. Super. Das macht Sinn. Off we go. Gut. Jetzt gehe ich mal in die Richtung, würde ich sagen. Da kann ich mal hier rüber und da ein bisschen erkunden, würde ich spontan meinen. Ach man, das Spiel ist schon ziemlich cool. Das sieht alles so episch aus hier. Ist da hinten alles. Also die ganzen genialen Level-Designer, sage ich mal, aus dem ersten und zweiten Teil der X sind hier in dem Spiel definitiv wieder am Start. Da ist einiges richtig, richtig cool hier in der ganzen Welt. In Xenoblade X gab es ja auch einige richtig coole Stellen im Spiel, so von der Welt her. Allgemein, die Welt war ja riesig und auch richtig cool insgesamt. Da gab es auch einige sehr markante Stellen, die unfassbar cool aussahen. Also, ich freue mich schon in ziemlich großes. Was ist denn das jetzt? Das sind scheinbar irgendwelche Meister und da ist auch ein besonderer Gegner dabei. Ich freue mich auch schon ziemlich auf mein Xenoblade X Let's Play. Auch wenn ich ja nicht der größte Fan von Xenoblade X bin. So, sehr schön, das war es jetzt mal endlich. Auch wenn ich nicht der größte Fan von Xenoblade X bin, freue ich mich trotzdem auf das LP einfach, weil es ein schönes, langes Spiel ist. Genau wie das Spiel hier, wo ich schön einfach ein bisschen entspannen kann. Aber das Spiel ist eigentlich relativ gut zum Entspannen, finde ich.
Aber der erste Teil auch eigentlich schon. Es macht einfach mega viel Spaß, die ganze Welt zu erkunden, und das ist auch das Coole an Zelda Breath of the Wild insgesamt. Man kann einfach voll beim Welterkunden richtig schön entspannen, und das macht einfach mega viel Spaß. Würde mir vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden machen. So, nebenbei bemerkt mal. Das ist halt schon ein bisschen eklig von dir, weißt du eigentlich? Psycho, Dora, ich wollte mir nur meinen Sammelpunkt holen. Und du so, nee, Attacke, tot. Auch wenn ich nicht tot bin, aber trotzdem. Das sollten wir ja eigentlich hinkriegen, den Kampf, hoffe ich zumindest. Jetzt bringen wir mal kurz noch schwanken. So, schön hier den Double Spinning Edge. Doppeldrehung, wie es im Deutschen heißt. So, schwanken, umwerfen. Perfekt, Flächenbrand. Und Bams! So. Sehr schön. Badam, bam. So geil. Ach man, ich liebe den Soundtrack. Ich kann's echt nicht oft genug sagen. Es ist einfach so ein geiler Soundtrack insgesamt. Und tschüss. Tja, hättest du uns mal angegriffen, würdest du jetzt noch leben. Selbst kein Schuld, würde ich sagen. Gut, gönnen wir uns den Sammelpunkt hier. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zu meinem Ziel? Gute Frage. Ich muss da irgendwie dort unten hochlaufen. Da komme ich scheinbar von weiter unten irgendwie hoch. Keine Ahnung. Jetzt ist die Frage, kann ich einfach so an der Seite quasi rumrennen, hier wo ich gerade bin. Also da hinten war ein Reisepunkt. Ich wollte auch noch zum Harmoniegespräch, fällt mir gerade mal so auf. Ja, das kann man auch später machen. Oder wollen wir es jetzt irgendwie holen? Komm, wir holen das jetzt. Ich habe jetzt Bock drauf, ein Harmoniegespräch zu machen. Komm. Wir porten uns einfach hier hin und gehen da hin. Punkt. Gegen den Fortschritt. Also Fortschritt in der Story meine ich jetzt. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung genau muss ich dafür jetzt laufen? I don't know. Es müsste ja hier irgendwo in der Richtung sein, oder? Ja, genau da oben ist das. Zoome ich mal kurz ein bisschen ran. Das ist da auf dem Steinpfeiler drauf. Jetzt ist die Frage, wie zum Teufel komme ich da hoch? Wahrscheinlich, wenn ich da runterspringe. Jetzt ist gar nicht möglich. Was zum Teufel? Wo komme ich da hoch? Fragt mich nicht. Ach, ich war. Ups, das war falsch. Das war der falsche Knopf. Mann, ich gehe mal auf den Plusknopf für die Karte. Ich will, dass man das umlegen kann. Ey, das geht so auf und sagt, X ist verdammt mal Menü und Plus ist Karte. Punkt. Es ist so. Daran kann niemand was ändern. Das ist einfach so festgelegt für mich. Gott. Das nervt mich in dem Spiel. Also wenn es eine Sache gibt, die ich dem Spiel ankreiden muss, ist es aber sowas von das. Also halt wirklich. Also ist so unfassbar nervig. Ist das... Ach, wahrscheinlich komme ich mit dem Ding da hoch, oder? Ist das wohl in Japan nicht so typisch, dass man die Karte mit... oder dass man das Menü mit X aufmacht, oder was? Das ist doch bescheuert! Ah! Poppy Boosters. Kann ich da irgendwas bei... Moment. Ihre Popifikation da machen oder so. Kann ich da irgendwas verbessern oder so? Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das ganze Zeug hier funktioniert. Sehe ich so aus? Das ist doch dämlich. Jetzt mal ohne Scheiß. Wer denkt sich eigentlich so einen ganzen Kram hier auf? Aus. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Wie kann ich deine komische Sprungkraft da erhöhen?
Bobby Turbine, Bobby Sturm. Bobby Sturm. Lieb und Stichfest. Schutzheilmodus, Sprungkraft. So, hier. Verwende Taschen-Items aus der Lieblingsgalerie von Poppy. Instrumente. Tasche. Magst du eventuell einen Schnecken? Ja, magst du. Guck mal. Sehr schön. Das hält jetzt 3 Stunden und 12 Minuten an. Steht da jetzt 1 von 2? Weil wenn ja, kann ich es auch nochmal austauschen, oder quasi? Moment. Falsch. Hier geht das. Ja, 1 von 2. Also kann ich jetzt quasi einfach nochmal ein anderes Item verwenden, quasi, wenn ich das mag, dann... Aber bekomme ich das andere Ding dann wieder? Research is progressing. Poppy's favorite. Keine Ahnung. Ah, sehr schön. Master Pon will like Poppy's new capabilities. Perfekt. Gut, dann kann ich das machen hier. Gut, ich wusste nicht, dass man das alles so auflevelt, quasi, die Dinger. Hochsprung. Sehr schön. Jetzt komme ich da hoch. Perfekt. Und das haben wir in die Gespräch. Sehr schön. Ui. Gut, jetzt gucken wir zusammen, würde ich sagen. Consultation with us. Tora have big problem right now. Recently, Tora finally realized Tora is not very useful in battle. Oh. Why friends silent? Oh, we're just a bit surprised. I mean, I just never really took you for the self-assessing type. Oh, too cruel. Nah, I mean, you fight just fine, Tora. Poppy deserve all the credit. She pass weapon and do all the things so Tora can fight like real driver. Tora sometimes think if he remove program of Poppy, Poppy fighting alone would be most efficient. Seriously? Well, you go, girl. That why Tora just feel like small furry ball and chain. Well, I wouldn't go that far. Anyway, Tora wonder if there any point to Tora still being driver. Maybe it better for everyone if Tora retire and assume supervisor duty on sideline. Oh, Tora. Nia, what do you think? What's the most important thing for a driver? Oh, Tora been thinking about that a lot. Love towards Blade is important. Love. Not an answer I was expecting. Tora observe and Tora analyze. And Tora note, all drivers have love for their blades. Example, Rex Rex love Pyra and Nia love Dromark. I love Pyra. Rex loves Pyra. Love that Tora feel for Poppy is also unsurpassed thing. But just because Tora have love, not mean Tora can necessarily be driver. Yeah, but still. Hang on, Rex. We're getting bogged down here. Can we just straight up ask Poppy and be done with this? That's a great idea. Let's get Poppy here. Hey, Poppy. What would you do if Tora said he wanted to quit being a driver? Poppy probably break down in tears, is what? Oh, meh. Tora work to be best driver he can. Well, that was pretty easy. I've just got no patience for this sort of non-problem.
Ah, das war doch süß. Gut, damit hätten wir es auch abgeschlossen. Jetzt weiß ich auch, ausgraben. Okay. Jetzt weiß ich auch, wie man diese Dinger steigert, diese Fähigkeiten durch das Harmonie-Ding. Das wusste ich halt nicht. Ich habe mich immer gefragt, und wie steigere ich die Fähigkeiten jetzt? Ja. Durch die Harmonie-Dinger, alles klar, sehr schön. Dann weiß ich das jetzt auch. Und wir können das alles noch effizienter machen. Gut. Das war wieder falsch. Super. Ich werde es einfach niemals lang, glaube ich. Gehen wir jetzt wieder hierhin zurück und versuchen irgendwie in die Hauptstadt zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme, oder ganz ehrlich, wie das irgendwie funktionieren soll. Off we go! Musst du irgendwie theoretisch von diesem Loch kommen, was da halt ist. Von unten irgendwie. Kann ich da von dort oben reinspringen? Das ist viel zu weit weg, fällt mir gerade mal so auf. Das geht nicht. Kann man da an der Seite irgendwie hochlaufen? Oh, die Musik hier ist so großartig. Oh, hi. Dich habe ich gar nicht gesehen, Schatz. Cool. Ah, mein Geld. Nice. Irgendwas bekommen, sehr schön. Perfekt. Oh, dieser Soundtrack ist so großartig. Ey, wieso ist dieses Spiel so geil? Es ist einfach so ein unfassbar gutes Spiel. Was ist denn da oben von einem Luftschiff? Nein, ich gehe mal auf den falschen Knopf. Hier ist die Karte. Wo ist eigentlich mein Zielpunkt? Wieso wird er mir hier nicht angezeigt? Der ist wahrscheinlich in der Stadt, oder? Irgendwie, deswegen wird mir nicht hier angezeigt. Warum muss ich vielleicht da oben dieses komische fliegende Luftschiff rein? Keine Ahnung. Das ist aber wahrscheinlich nicht die Stadt, deswegen. Komme ich hier lang? War ich hier vorhin schon mal? Ich glaube nicht, oder? Hier bewege ich mich ja auch. Oder komme ich da jetzt oben lang und kann da vielleicht irgendwie... Ich habe doch keine Ahnung. Aber es macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, die ganzen Gebiete zu erkunden. Ach ja. Genauso viel Spaß wie auch in Xenoblade 1. Ich würde sogar noch sagen, ein bisschen mehr Spaß, aber einfach insgesamt mehr findet. Und guck mal, hier bin ich scheinbar jetzt richtig. Man findet irgendwie mehr. Ich habe so das Gefühl, ich finde mehr. Auch wenn überall in Xenoblade 1 die ganzen blauen Pünktchen rumlagen, hier findet man irgendwie mehr, keine Ahnung. So, sind wir jetzt da oder was? Scheinbar, guck mal an. Das heißt, ich bin diesmal doch irgendwie richtig gelaufen. Ja. Okay, von Samima, Maima, was auch immer. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2 wieder. Bis dann und ciao, euer V-Road, tschüss.